Also ich denke eben diese zwei Pforten, die wir reinkommen, dann findet das Leben statt und dann gibt es die Pforte, auf der wir das verlassen. Und das muss ja nicht eine verschlossene Pforte sein, wo man kämpft. Ja, wenn man Helfer hat, die diese Pforte aufmachen, ist es ja für den anderen auch leichter, was immer der dafür braucht. Also ich sage immer, jede Angst, wenn ich die runterkürze, dann lande ich bei der Angst vor dem Tod. Es ist die Angst vor dem Tod. Und deshalb mache ich den Beruf vielleicht weiter, den ich überhaupt nicht tun will. Ich wage in einer Liebesbeziehung nicht offen und ehrlich zu sein. Ich wage mit diesem Menschen nicht den nächsten Schritt, die nächste Ebene zu erreichen, weil es ist wieder ein Schritt ins Ungewisse. Und das könnte ja sein, dass die oder der geht, ja? Ja, dann wäre ich alleine. Ne? Und in unserem Zellsystem wissen wir, wenn ich alleine bin, Mutterseelen alleine und Gott verlassen, dann überlebe ich nicht. Also halte ich still in der Beziehung und vermeide Wachstum und Entwicklung, ne? Um nicht letztendlich alleine und damit zu sein. Und wenn ich das jetzt umdrehe, wenn ich keine Angst habe vorm Sterben, und dann kann ich das Leben wagen. Ja, dann kann ich wirklich das leben, was ich leben will. Dann kann ich, ja, dann kann ich die sein, die ich wirklich bin. Ich muss mich nicht verstecken. Ja? Und da kommt für mich eben ganz, ganz tief noch mit rein, dieses Bewusstsein der Seele, ja? Dass es eben in uns was gibt, was durch den Tod geht, wie durch jede andere Erfahrung. Ja? Das nimmt uns auch die Angst. Das nimmt uns die Angst vor dem Tod, ja? Und das nimmt uns die Angst auch vor dem Leben. Diese beiden Pforten. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, das ist ja die Pforte zum Eintritt auch für das Erdenleben, dann hat das Kind aber auch noch kein Erdenbewusstsein. Dazwischen findet das Leben statt und dann stirbt ein Mensch. Dann hat er auch kein Erdenbewusstsein mehr. Aber das ist die andere Pforte, auf der wir es verlassen. Ne? Und häufig ist es ja auch so, dass jemand stirbt, wie du das auch erzählt hast, mit deiner Schwiegermutter ruhig und gelassen und eigentlich auch zufrieden und auch mit einem entspannten Gesichtsausdruck. Aber die anderen weinen, nicht vor Freude, sondern vor Schmerz. Während ein Kind, was geboren wird, manchmal schreit vor Schmerz. Ja, weil der Atem, dieser Atemimpuls dann so stark ist, ne? Ich sage immer, der eigentliche Abenteurer ist die Seele, die kommt. Und das hat sich wirklich auch in mir verschoben. Es ist nicht die Frau. Die Frau ist nicht die Hauptperson. Sondern die Hauptperson ist diese Seele, die diesen Übergang machen muss. Mein Anliegen ist, dass die Frau sich sicher und geliebt und beschützt fühlen kann, dass sie ihre Liebe durch sich durchströmen lassen kann und das wie so eine Brücke ist für das Kind. Aber der eigentliche Fokus, das eigentliche, ja, die Hauptperson, der eigentliche Abenteurer, die Abenteurerin, ist diese Seele, die kommt. Ne? Dass genau diese Liebe sich ausbreitet, dass genau in dieser Phase eben das Kind wirklich die Herzen offen sind, die Seelen präsent sind und das Kind sich wirklich, ja, hier so willkommen fühlt, dass es hier sich gut, ja, gut landen kann, gut hineinkommen kann in seinen Körper, in sein menschliches Leben. Ja. Und genauso ist es für mich eben auch im Sterbeprozess und auch nach dem letzten Atemzug. Hauptabenteurerin ist wirklich die Seele, die geht. Und bis zum letzten Atemzug, finde ich, haben wir heutzutage ganz viele schöne Angebote, ja. Aber danach ist für mich wirklich der Weg noch nicht zu Ende. So wie bei Geburt der Weg schon vor der Zeugung auch beginnen kann. Und dieses, dass es beschützt wird, ist mir total wichtig. Und dass diese Seele diesen Übergang noch bis zum Ende vollziehen kann, das ist mir einfach unendlich wichtig. Aber für die Mutter ist es ja so, wenn sie einen bestätigten Schwangerschaftstest hat oder für sich selber auch schon gemerkt hat, es verändert sich was in mir, dann ist da schon eine Seelenverbindung zwischen Mutter und Kind. Ja? Und wenn dann das nicht mehr sich weiterentwickelt und abgeht oder eben eine Fehlgeburt daraus ist, dann gehört Trauer dazu. Das gehört dazu.
Das ist für mich als Hebamme auch nicht immer einfach gewesen. Ich habe eine Frau dreimal mit toten Kindern betreut, wo jedes Mal die Kinder intrauterin abgestorben sind. Fast ausgetragene Kinder. Ich habe es immer so gemacht, als wenn das Kind lebt. Ich habe sie immer gefragt, was brauchst du, was wird dir gut tun, wie möchtest du das gerne. Ja, das letzte Kind kam als Beckenendlage, es hat sie auf dem Hocker dann geboren und hat es genommen und sagte immer, das ist noch ganz warm. Und ich habe gesagt, es kommt aus dir. Es ist warm, weil es aus dir kommt. Ja? Bis sie dann selber abgenabelt hat und sie hat es dann selber gebadet, wir haben es dann angezogen und so. Früher war das ja so, dass den Frauen das dann immer weggenommen wurde, so ungefähr, was nicht da ist, ist auch nicht passiert. Ich glaube, dass das ganz schlimm ist, dieses Loch, es füllt sich ja nie. Die Frau ist durch diesen Geburtsprozess gegangen und es ist so leer. Nicht nur die Arme, sondern das ganze Herz ist leer. Ja, oder auch bei Kindchen, die zu früh geboren sind und sag mal, keine Lebenschance mehr hatten, dass heute auch die Frauen, den Frauen das gegeben wird, wenn ein Spätabort oder ein Abort ist, dass sie sich das angucken können, wenn sie es möchten, ne? Und die Möglichkeit ja auch haben, das zu beerdigen. Das war früher zum Beispiel, als ich meine Ausbildung machte, wenn Kinder tot geboren wurden, die wurden gar nicht gezeigt und die Kinder wurden großen Särgen beigelegt. Das ist eigentlich grausam. Das ist grausam. Heute haben die Möglichkeit, gibt die Möglichkeit, die Kinder zu beerdigen, zu bestatten, auch eine Trauerfeier zu haben. Ne? Haben ganz viele Friedhöfe ja inzwischen auch, diese kleinen Gräber für Sternenkinder. Oder eben, wenn es ein ausgetragenes Kind ist, dass es wirklich eine Bestattung auch bekommt. Ne? Eine Trauerfeier. Ein Platz, wo die Eltern hingehen können. So wichtig, ne? So wichtig. Als Hebamme weiß ich, wir haben von der Erzeugung an, haben wir so viele Möglichkeiten, wieder umzubiegen und nach Hause zu gehen. Aber wir wollen ja in dieses Leben als Seele. Das heißt, wir brauchen irgendwie so eine Sicherung, ne, die sagt, und ich will leben. Ne? So, ich habe mal mit einem jungen Mann gearbeitet, der hatte Leukämie und der hat das auch gut überlebt. Aber der wollte, sagt, ich will in diesem Prozess mit dir den Koffer packen. Ich will mich vorbereiten. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Und dann haben wir so viel auch über Tod und Sterben geredet. Und dann sagt er irgendwann, stopp, Marcelissa, wenn wir da jetzt so weiterreden, dann verliere ich die Angst. Und dann weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt wieder hier hin will. Ne? Weil es war klar, Knochenmarktransplantation, er wird an diese Grenze kommen. Ja? Das war ihm klar. Und dann habe ich gesagt, du kannst dich darauf verlassen, in deinen Zellen gibt es diesen Überlebenswillen. Ja? Und den musst du sowieso überwinden. Und vielleicht ist es doch schön, wenn du dann aber hier bleibst, nicht weil du Angst hast vor dem Tod, sondern weil du hier bleiben willst. Deswegen glaube ich auch, dass das wichtig ist, dass man vorher darüber redet, dass du als der oder diejenige, die diesen Menschen begleitet, weißt, was zu seiner Zufriedenheit wichtig ist, damit er eben gut gehen kann. Ja? Und wenn man dann alles nochmal, ja, diesen Koffer packen will, wenn man alles erlösen und lösen will, wenn man ne, dann wird das ganz schön knapp und dann ist man einfach schlecht vorbereitet. Und wenn man schlecht vorbereitet ist, dann ist es schwieriger, sich hineinsinken zu lassen. Ja. Wenn wir eine große Reise machen, planen wir auch in aller Regel und wollen wissen, wo ist das da. Und wenn wir dann jetzt im Internet sehen, ah, so sieht die Pension aus, ne, dann geht es uns besser. Und der Verstand, der, für den ist das eine riesen Herausforderung, wirklich in was hinein sich sinken zu lassen, was er nicht fassen kann, ja, was einfach darüber hinausgeht. Das Herz, das hängt an dem Leben. Entweder weil es so viel Liebe erfahren hat und sich nicht vorstellen kann, dass es wirklich ein Eintauchen in die pure Liebe ist beim Sterben oder im Tod. Oder weil es die noch nicht erfahren hat. Auch dann hängt das Herz manchmal dran.
Wo hast du noch Liebesthemen? Wo hast du noch nicht so oft genug gesagt, ich liebe dich? Wo hast du nicht Adieu gesagt? Wo gibt es noch Liebesthemen in deinem Leben, die jetzt noch, ja, die jetzt noch Aufmerksamkeit und vielleicht auch Erlösung möchten? Und ich sage, ich mache Geburtsvorbereitungskurse und ich mache Todvorbereitungskurse. Weil das Ticket haben wir alle gezogen, ja? Und wir wissen ja nicht wann. Und am liebsten sage ich, kommt, wenn ihr jung und gesund seid. Je jünger und je gesünder ihr seid, umso mutiger könnt ihr den Koffer packen. Und es ist wie bei Geburt. Da wird ja auch gesagt, pack einen Koffer, falls du in die Klinik musst. Und dann stellst du ihn dann schon ein paar Wochen vorher hin, weil du weißt ja nicht, wann es losgeht. Und genauso sage ich, pack den Koffer für die letzte Reise. Du weißt ja nicht, wann es losgeht. Ja. So, und das kann ein lebenslanger Prozess sein. Ja. Also meiner ist auch nicht fertig gepackt. Ich gebe das zu. So, aber es ist vielleicht auch wie so einer großen Reise, ne? Dann packt man 3 T-Shirts wieder aus und tut ein anderes rein. Ich nehme 3 Lieder raus und tue ein anderes rein. Ne? So, ich sage, ach, jetzt ist ein anderer Mensch in meinem Leben, der soll aber auch mitbegleiten, aber die vielleicht nicht mehr. Also so, das darf ja ein Prozess sein. Also ich finde dieses Bild, ich mache mich auf die Reise. Das ist einfach an vielen Punkten so hilfreich. Viele sagen, ja, ich habe schon alles fertig, die haben eine Vollmacht, die haben eine Patientenverfügung und die haben Grab ausgesucht. Das sind alles so Sachen, die wichtig sind und gut sind. Aber mir liegt es auch daran, für diesen spirituellen Prozess ein Bewusstsein zu entwickeln. Welche Lieder, welche Texte geben mir vielleicht Mut, weiterzugeben? Welche begleiten mich, welche berühren mich, welche öffnen mein Herz, damit die Seele sich ausbreiten kann? Also, und das ist heute halt so, dass wir nicht voneinander wissen. Also eine Frau, die war sehr schon Jahrzehnte im buddhistischen Zusammenhang und alle haben gedacht, die will für ihre letzte Reise nur Mantras und so weiter. Und dann hatte die eben noch 2 Tage Zeit und hat da wirklich die Ärmel hochgekrempelt und den Koffer gepackt und hat gesagt, nein, ich möchte die Marienlieder aus meiner Kindheit, weil das war Himmel für mich, diese Mai-Andachten mit den Marienliedern. Das hätte nie jemand gedacht und gewusst. Ja, und das war ganz schön. Es hat sie tief, also es war eine tiefe Entspannung auch dabei. Das Schöne ist halt, wenn man miteinander so einen Koffer packt, ja, auch als Familie, dann spricht man über den Tod und man landet automatisch bei der Liebe. Weil wir wollen ja den Tod eigentlich nicht ins Leben lassen, weil wir denken, dann geht auch die Liebe vorbei. Meine Mutter ist jetzt mit 89. Und dann guckte sie mich an und wie gesagt, ich bin's, Christa. Das hat so. Dann ist das deine Tochter. So, dann hatte ich ihr aber einen Dahlienstrauß mitgebracht, 20 Dahlien, verschiedene Farben. Dann habe ich gesagt, weißt du denn, was das ist? Und dann hat sie gesagt, das sind Dahlien. Und sie hat sich so gefreut. Ne? Und dann hat sie mir erzählt, wo als sie Kind war, wo da in dem Garten die Dahlien standen und so. Und dann, das fand ich richtig schön, dass sie mich hat da so auch teilhaben lassen können. Ne? So. Dann war es gar nicht wichtig, ob sie mich kannte oder nicht. Dann hat sie mir ein paar Sachen dann erzählt. Aber sie sagt auch, warum kann ich denn nicht sterben? Und ich habe gesagt, Mutter, du darfst sterben. Von mir aus darfst du sterben. Wenn das Leben dir keine Freude macht und alles mühsam und schwer ist, dann darfst du sterben. Ne, aber es ist so, wenn das alles so mühevoll ist und nichts mehr wirklich Freude macht, ne? Außer dass vielleicht mal ein Dahlienstrauß sie sich anguckt, dann finde ich, darf man sagen, weil ich halte dich nicht. Wenn du gehen willst, du darfst gehen. Ne? Manche Menschen brauchen so eine Erlaubnis, ja. Die Palliativmedizin ist tatsächlich, also die Ausbildung, Zusatzausbildung machen, das ist eine ganz, ganz, ganz viel Pharmakologie. Die mischen wirklich die eigenen Zaubertränke für die da gehen. Und da geht es ganz viel um Schmerzbekämpfung, es geht ganz viel um Atemnot und es geht ganz viel um Übelkeit. Und trotzdem ist es manchmal so, Andrea, dass es nicht einstellbar ist. Manchmal ist es auch echt schmerzhaft. Karin Gibran sagt, Schmerz ist die Hülle, die euer Verstehen umschließt. Ja, und manchmal brauchen wir diesen Schmerz, ne, dass das gesprengt wird, die Hülle. Ich hatte noch keine solche Begleitungen, wo es schmerzmäßig nicht einstellbar war.
Ich habe vielleicht aber als Hebamme auch nicht so viel Angst vor den Schmerzen. Und doch bin ich total froh, dass es da einfach eine unglaublich gute Medizin jetzt gibt und man wirklich da gucken. Aber manchmal ist es eben wichtig, da auch durchzugehen. Und es ist wie bei Geburt, ja, wenn das Loslassen so schwer fällt, dann tut es mehr weh. Ich meine, was natürlich ein Problem ist, ja. Also ich finde, wir krätschen ja schon oft so früh rein, ne? So in diesen Prozess, ja. So. Also wenn klar ist, das ist jetzt ein Krebs, der überall metastasiert hat, ne? Dann sollte man vielleicht bei der nächsten Lungenentzündung keinen Antibiotika geben. Herzinfarkt, Lungenentzündung, Darmverschluss, ja, Schlaganfall, das sind oft die Sachen, wo das System eigentlich relativ schnell sagen muss, so, fertig, sag zu. Wenn wir aber das verhindern, immer wieder, und jetzt gibt es noch eine Bluttransfusion, jetzt gibt es noch mal Antibiotikum, ja, und jetzt gibt es noch mal, ne, dann hat der Körper irgendwie, dann muss der an andere Zentren dran. Und da tut es dann vielleicht wesentlich mehr weh als an der Lungenentzündung zu sterben. Ja? Und das ist eine ganz häufige Komplikation. Ja? Ja, und dieses Geschehen lassen, ja, dieses wirklich Geschehen lassen und so ein Vertrauen zu entwickeln, ja, dass das, was geschieht, auch geschehen darf. Aber es gibt halt so viele Arten zu gebären oder geboren zu werden. Genauso viele Arten gibt es zum Sterben. Deshalb kann man nicht sagen, dass das und das passiert. Also ich glaube schon, dass es zu Hause leichter ist. Ne? Deshalb arbeite ich eben auch als Seelenhebamme am Ende des Lebens bei den Menschen zu Hause. Und ich finde, dass eine Schwellenkundige bei der Geburt, bei dieser Geburt am Ende des Lebens dabei, das ist für mich so eine Vision, was ich ganz wunderbar finde. Und das muss nicht eine Hebamme sein und eine, die jetzt eine Ausbildung gemacht hat oder ne, in Sterbeamme oder ne, so, sondern es muss jemand sein, der keine Angst hat, das vielleicht schon mal erlebt hat und sagt, ich bin da, es ist alles gut. Und das ist wie jeder Übergang und da bin ich jetzt eben auch bei der Geburt. Ne, so, wenn wir eben durch eine Tür müssen, wenn wir irgendwie uns in was Unbekanntes hineingehen, dann sind wir Menschen in aller Regel, dass wir ein Schrittchen vorgehen und dann wieder ein Schrittchen zurück. Ja, und das werden dann wieder zwei Schrittchen, weil ich weiß, ich muss da durch, aber ich gehe wieder ein Schrittchen zurück. Ne? Und dann schimpfe ich manchmal und dann tobe ich und sage so, ich will da überhaupt gar nicht durch. Und dann weiß ich doch, ich muss durch. Und das ist tatsächlich, was ich beim Sterben auch oft erlebe, dass es ein Schrittchen vor, ein bisschen zurück, zwei Schritte vor. Und das ist bei Geburt genauso. Aber das finde ich auch bei Pubertät ist das so. Und das ist beim Älterwerden so. Und das ist beim Frühling so. Und das ist eigentlich in jedem Übergang so. Dass sich das Neue schon zeigt und dann wieder das Alte noch ein bisschen mehr da ist und dann, ne, und dann wieder das Neue ein bisschen mehr wird. Und so ist das auch beim Sterben. Also das Erste, was wahrnehmbar ist, ist eben, ich fange an, mich in irgendeiner Art und Weise von der Welt zurückzuziehen. Dann ist es so, dass eben das System merkt, dass es nicht mehr essen und trinken will. Also oft erst das Essen. Meine Großmutter hat gesagt, wer isst, will was vom Leben. Ne? Und die wollen da nichts mehr vom Leben und fangen an, ne, Tage gar nichts zu essen. Ja? Und da ist es eben auch, dann gibt es einen Tag, wo die gar nichts und auch nichts trinken und man denkt so, jetzt sind sie in der Phase und am nächsten Tag sagst du, ich möchte wieder mein Lieblingsessen haben. Kannst du mir das bitte kochen und isst mit Genuss und Freude. Also dieses, das ist mir einfach immer wieder wichtig, dass es eben beides sein kann, weil das oft die Angehörigen verwirrt. Ne? So, dann entsteht ein großes Schlafbedürfnis, wie am Anfang des Lebens. Und Schlaf ist der kleine Bruder vom Tod, also oft das Gefühl, dass die dann wirklich da schon oft ganz tief oft schlafen und wirklich weit weg sind.
Ne? Und wenn sie wiederkommen, ganz lang brauchen, um sich zu orientieren. Okay. Ne? Die Babys haben kalte Füße und Hände, weil sie hier ganz zentral noch sind und eigentlich sich ihre Lebensenergie ausbreiten muss. Ja? Und das passiert im Sterbeprozess, dass es zurückgeht. Ja? Dass die Füße kalt werden, die Hände kalt werden. Und dann geht es meistens über die Atmung. Ne? Also dass dann diese Atmung eben in Wellen, das ist auch, finde ich, ganz, ganz tief berührend, dass auch die Atmung in Wellen ist. Ja? Dass das wirklich, dieses Sterben ist wie Geburt in Wellen. Es war ganz still und dann kam wieder eine Welle, ne, wo er anders geatmet hat, wie bei einer Geburt. Und ich habe die gleichen Worte benutzt, dieselben. Ich habe gesagt, du machst das wunderbar, lass los, ist alles gut. Ja, und dann war wieder Stille und dann kam die nächste Welle. Und am Ende ist dann halt der, kommt nach dem letzten Ausatmen kein Einatmen mehr. Wenn es was gibt, was vor der Geburt ist, dann geht es nach dem Tod auch weiter. Diese Energie, diese Essenz, die ist wahrnehmbar. So diese Zeit zwischen Tod und Beerdigung ist eine ganz wichtige Zeit, glaube ich, ne? Weil da ist es spürbar, da ist es wahrnehmbar. Ich finde, es muss beschützt werden. Die Essenz ist eine Energie und ich bin mehr als mein Menschsein und diese Energie geht weiter. Ne? Und wie und wo und was, das weiß ich nicht. Das, ne? Aber das ist, glaube ich, da darf jeder sein eigenes Bild so malen. Ich möchte die Menschen wirklich einladen, die erste Stunde nichts zu tun. Außer vielleicht zu sagen, gute Reise. Meine Liebe begleitet dich. So den Raum halten, nur das Herz öffnen. Also, dass man so klar hat, die Seele ist jetzt noch damit beschäftigt, diesen Körper zu verlassen. So, die braucht, und ich nach meiner Erfahrung braucht die 1 bis 3 Tage. Ja. Und wenn in dieser Zeit diese Seele, dieser Mensch, ne, das wirklich weiter zu Hause sein kann, weiter beschützt ist, das ist so gut. Das eigentlich ist man dann verpflichtet, dass man einen Arzt bestellt, der eben unmittelbar dann den Tod feststellt. Ja? Deshalb finde ich es total gut, wenn man eben weiß, da stirbt jemand zu Hause, wenn dann eben auch die Palliativärzte mit drin sind, die einfach den Zustand kennen und der dann vielleicht auch 2, 3 Stunden später kommen kann. Also ich habe da jetzt auch tatsächlich ein ganz schönes Ritual entwickelt, wo ich dann mit den Angehörigen den Körper nochmal wasche. Ne, und wo es wirklich auch so sagen, ich wasche dich und ich segne dich. Und all das, was nicht gelöst ist, lösen wir jetzt. Ne? Und so geht es durch den ganzen Körper. Also ich nehme dann wahr, wie der Verstorbene sich nochmal tief hinein entspannt. Und für die Angehörigen ist es es ist Liebe, die dann fließt. Ne? Und zu spüren, ich kann jetzt meine Liebe, kriegt eine andere Form, aber sie darf weiter fließen. Das ist einfach ganz, ganz wunderschön. Und wenn die Angehörigen das nicht können, dann mache ich das oft oder mit den Bestattern, mit denen ich gut zusammenarbeite. Und früher oder später kommen sie dann mit rein. Wenn es so ist, dass man dann schon vielleicht einen Sarg ausgesucht hat und vielleicht einen Sarg ganz schnell da hat, finde ich es schön. Ja? Weil ich finde eigentlich, dieses Waschen und Anziehen und Betten, ich finde das schön, wenn das in einem Fluss passieren kann. Das ist sehr selten. Ja. So. Weil danach muss man ihn dann überhaupt nicht mehr stören. Reise fertig machen, das Menschsein ehren. Es geht nicht um Hygiene und sauber machen. In der Bestattungsinnung gehört dazu, dass man die Augen mit Sekundenkleber zuklebt. Ja. Und das ist dann gemeint, wenn die sagen, wir versorgen ihn.
Das muss man wissen und das muss man dann entscheiden, ob man das will. Vielleicht will man das, ist ja in Ordnung, aber vielleicht will man es auch nicht. Ich habe einmal eine Familie erlebt, ist der Vater gestorben und der sagte, oh, ich fühle mich so unwohl und ich will noch mal gewaschen werden. Und das war dann irgendwie klar, das ist das letzte Waschen. Und da hat dann die eine Tochter hat die Arme gewaschen und dabei tiefen Blickkontakt mit dem Vater gehabt. Und, ne, und dann den Rücken der Sohn und die Beine. Und das war ganz tief berührend. Und dann hat er sein Lieblingshemd angekriegt. Und als der gestorben war, war klar, da machen wir jetzt gar nichts mehr. Bis dahin, dass ich es wunderschön finde, also ich für mich kann mir vorstellen, dass ich einfach in ein Tuch gehüllt werden will, wie ich meine Kinder die ersten Tage in ein Tuch gehüllt habe. Und das finde ich sehr pur, ne? Und auch das kann man dann tun. Man kann Rosenöl dazu nehmen, ne? Wo die allumfassende Liebe mitschwingt. Ne? Ja, und dann dieses Betten, ne, auch da finde ich eben das gut, wenn das persönlich ist, wenn die eigene Decke dabei ist, wenn so, und dann kann dieser Verstorbene, und das ist mir so wichtig, dass die Menschen wissen, der kann 36 Stunden da verbleiben. Man kann wirklich Totenwache machen zu Hause. Und wir hier in Nordrhein-Westfalen, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, auch die 36 Stunden sind unterschiedlich, weil Bestattungsrecht ist Länderrecht. Ja. Aber wir hier in Nordrhein-Westfalen dürfen auch Verstorbene, die im Krankenhaus versterben, nach Hause holen. Mir ist es wichtig, dass dieses Loslösen von dem Menschsein, von dem Körper, dass das mit Liebe, Beschützung begleitet wird. Bei der Totenwache. Wenn jemand da ist, der das schon mal gemacht hat, dann ist das oft, reicht das, ja? Aber es entsteht oft eine Angst, weil es ist spürbar. Der Verstorbene ist weiter weg, der sieht total tot aus und zwei Stunden später sieht er ganz lebendig aus. Und es sind tatsächlich auch manchmal Stunden, wo der, glaube ich, echt noch was durchleben und abwickeln muss. Und das ist nicht nur friedlich dann, ja? Und da ist es einfach gut, wenn man keine Angst hat. Ne? Und deshalb bin ich dann da, auch wieder, wenn ich nicht gebraucht werde, döse ich vor mich hin. Zwischen 2 und 3 werde ich oft dann dazu gerufen. Und dann singen wir oder hören Musik oder sprechen Texte. Und ne, es geht nicht darum, ich beschwichtige eure Angst, sondern okay, das und das passiert jetzt. Und komm, wir begleiten ihn ein Stückchen weiter. Das war früher so. Die Menschen sind gestorben, ja. Dann kam nach einer Zeit der Pfarrer, ne? Und dann kam die Totenfrau, was übrigens oft auch die Frau war, die bei Geburten oft dabei war, in den Dörfern. Bei einer Totenwache, also auch bei einer Familie, wo ich war, wo der Vater gestorben ist, ach, das war so schön, der Sohn, der hat wirklich mit mir die ersten Stunden der Nacht, der hat so neben seinem Vater gelegt und ihn nur mit Liebe angeguckt. Es war ganz still und es war nur Liebe. 18-jähriger Sohn, wo ich dachte, das wünsche ich mir auch, wenn ich gestorben bin. So bewacht und beschützt und begleitet. Ja, und dann die jüngste Tochter war ganz nah dran und die war wirklich am Anfang immer noch beim Papa. Und am nächsten Tag saß er schon am Stuhl daneben. Und nach der zweiten Nacht sagt sie, Basilissa, ich muss mal mit dir sprechen. Ich finde das jetzt eklig. Und da habe ich gesagt, das ist gut so. Und wir müssen ihn doch in die Erde legen. Und wenn du ihn eigentlich nur noch umarmen willst, wie sollst du das schaffen? Zieh dich zurück, es ist okay. Wie soll denn an einem regnerischen Novembertag eine Mutter ihr Kind in die matschige Erde legen, wenn sie denkt, das ist ihr Kind? Wenn sie nicht erfahren darf mit ihren Sinnen, das ist eine Hülle. Der eine Sohn, der war total aggressiv und dann hat die Mutter gesagt, komm doch mal, wir müssen mal gucken, irgendwie kommt er nicht klar. Und dann komme ich immer und bringe Papier und Stifte mit und setze mich dann mit denen hin und wir malen und erzählen. Und dann haben wir halt so ein bisschen erzählt und dabei hat er gemalt. Und er hat dann gemalt, das Baby,
geht zum Feuer, wie so Sechsjährige malen, so Strich, Strich und Pfeil und Blau und Schwarz und so, also so, ne, so, ne, damit man mal wie so eine Bedienungsanleitung. Und dann ging die Asche in die Urne und die Urne in die Erde und dann gab es einen zweiten Pfeil, wo ein total lachendes Kind in den Himmel aufgegangen bin. Und da habe ich gesagt, also der Tod ist jetzt hier das nicht das Problem. Wir müssen mal gucken, was das Problem ist. Ja? Weil das war so klar, ja. Es ist alles gut, mir ist das völlig klar. Also das zeige ich tatsächlich oft Menschen, ja, weil ich finde, das ist so weise und so fraglos. Es gibt das Körpersein, das Menschsein, das ist zu Ende und es gibt was, was weitergeht und das ist leuchtend und lachend und glücklich und alles ist gut, selig. Die Seele ist selig. Ja. Es war der Vater, der gedacht hat, er muss alles halten und hat nicht geweint und hat gehalten. Ne? Weil er meinte, ich muss jetzt hier der Fels in der Brandung sein. Und der kleine Junge hat geguckt, wie machen Männer das? Ah, so machen die Männer das. Ich halte auch, ich halte und konnte aber nicht halten. Und dann ging es halt in Aggression raus. Und als der Vater angefangen hat zu weinen, hat der Sohn mit ihm geweint und es war im Fluss. Weil wir wollen ja den Tod eigentlich nicht ins Leben lassen, weil er die Liebe, weil wir denken, dann geht auch die Liebe vorbei. Und dann fangen wir an, uns hineinsinken zu lassen in eine Liebe, die drüber hinausgeht. Ja? Und das ist, das finde ich, ist eigentlich mit das Schönste auch, was passiert. Also wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, wir verlieren nicht nur die Angst, sondern wir geben einer Liebe Raum, die eben drüber hinausgeht, ja? Die loslässt, die behütet und beschützt darüber hinaus und die einfach ohne Anfang und ohne Ende ist. So wie die Liebe zu dem Kind ja schon anfängt, oft vor der Zeugung. Und in der Angst ist die Liebe und in dem Schmerz, auch im Trauern, es ist immer die Liebe. Und ich sage immer, lasst uns nach der Liebe suchen. Sie ist in allem.